Bist du zufrieden mit dem, was ist oder mit dem, was sein wird? Das macht echt einen Riesenunterschied in Bezug auf deine zukünftigen Manifestationen, die deine Realität so kreieren sollen, wie du sie haben willst. Du kannst das vergleichen mit einem Baby in deinem Bauch. Ja? Das Baby ist in deinem Bauch und womit bist du zufrieden? Mit dem Gedanken daran, dass es bald da sein wird. Du bist nicht happy, dass das Baby ewig in deinem Bauch ist, sondern du freust dich bereits auf den Moment, wo du es im Arm halten kannst. Und genauso ist das mit all deinen anderen Kreationen, mit deiner Realität. Ja, du kannst dankbar sein, was für das jetzt ist, aber du kannst zufrieden und glücklich sein mit dem, was sein wird, weil du deine Wünsche anerkennst und weil du weißt und darauf vertraust, dass das, was du dir wünschst und wessen Energie du bist, nämlich deines Wunsches, sich in der Zukunft manifestieren wird. Das heißt, du freust dich jetzt in diesem Moment darauf, was sein wird. Und das macht den großen Unterschied. Du glaubst, vertraust, dass es so sein wird. Du fühlst es bereits, als wäre es so. Genau wie mit dem Baby in deinem Bauch. Das soll nicht ewig in deinem Bauch sein, auch wenn du jetzt happy bist, dass es in deinem Bauch ist. Aber du freust dich darauf, es im Arm zu halten. Mehr Tipps für dein Glück gibt es in Pia und das Glück.